Sehr geehrter Herr Minister Svijatu, sehr geehrter Herr Minister Maas, sehr geehrter Herr Staatssekretär Menzer, sehr geehrter Herr Peschke, sehr geehrte Frau Schön, sehr geehrte Teilnehmer der heutigen Podiumsdiskussion und sehr geehrte Zuhörer, die im virtuellen Raum den Veranstaltungen folgen werden. Mein Name ist Rektor der Andrássy-Universität in Budapest. Diese Universität ist eine der jüngsten und eine der kleinsten, allerdings weltweit die einzige Universität, die sämtliche Studiengänge, sämtliche Lehrveranstaltungen vollständig in deutscher Sprache anbietet. Die Universität ist nicht nur ein Ort des Lernens und des Lehrens, sondern sie hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem Forum, zu einer Plattform entwickelt, auf der man Probleme, Gedanken austauschen kann, Probleme besprechen kann. Die Universität hat somit eine Brückenfunktion inne. Und unter diesem Aspekt ist es meiner Ansicht nach recht logisch, dass sich die Universität auch sehr stark im deutsch-ungarischen Forum engagiert. Wir sind stolz darauf, dass wir im Auftrag und mit Unterstützung der beiden Außenministerien in Zusammenarbeit mit dem deutsch-ungarischen Jugendwerk dieses deutsch-ungarische Forum mit organisieren dürfen. Es ist schade, dass gerade das diesjährige Forum, das 30. ist, nicht in einer Präsenzveranstaltung wie immer durchgeführt werden kann, sondern aufgrund der widrigen Umstände der Pandemie müssen wir zu diesen technischen Mitteln greifen. Dieses deutsch-ungarische Forum ist eine ähnliche Brücke, wie es die Andrássy-Universität und das deutsch-ungarische Jugendwerk versucht. Ich denke, wer an diesen Veranstaltungen in den letzten Jahren teilgenommen hat, ist immer bereichert nach Hause gegangen, hat neue Dinge über Deutschland, Ungarn und die Beziehungen der beiden Staaten gelernt. Die Veranstaltungen, die in diesem Jahr organisiert werden, finden leider nicht in der üblichen Form statt. Aber ich denke, sie werden trotz alledem bereichernd für alle Teilnehmer sein. Ich möchte mich abschließend bei all jenen bedanken, die in einer echten Mannschaftsarbeit an der Vorbereitung und Durchführung des Forums beteiligt sind. Das heißt, Mitarbeiter der Universität, Mitarbeiter des Deutsch-Ungarischen Jugendwerkes und die Mitglieder des Steering-Komitees. Das ist wirklich eine kollektive Leistung, wenn man das mit diesem Wort ausdrücken kann. Ich wünsche den Teilnehmern am Forum interessante Vorträge, spannende Diskussionen und neue Erkenntnisse über die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Ungarn. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Mayer. Ich begrüße Sie ganz herzlich, sehr geehrter Herr Minister, Herr Staatssekretär, Abgeordnete, lieber Botschafter Jörkisch, lieber Botschafter Heine, sehr geehrte Damen und Herren. Alles, was uns begegnet, lässt Spuren zurück. Alles trägt unmerklich
zu unserer Bildung bei. So hat es Johann Wolfgang von Goethe treffend formuliert. Herr Mayer hat es eben gesagt, für die persönliche Begegnung wären wir heute gerne alle nach Budapest gereist, weil die Ungarn als Gastgeber dran waren sozusagen. Wir erinnern uns noch alle an das tolle Forum, was wir im letzten Jahr im Auswärtigen Amt haben durften. Corona zwingt uns aber, diese neue Wege zu gehen. Auch im Sinne von Goethe haben wir uns aber entschieden, dieses Forum nicht ausfallen zu lassen, sondern in einer anderen Form zu begehen, weil wir eben der Meinung sind, Begegnungen und Austausch sind auch in schwierigen Zeiten extrem wichtig. Ich begrüße Sie daher alle ganz herzlich im Namen des Deutsch-Ungarischen Jugendwerkes und stellvertretend für die Mitglieder des Steering Committees, ich möchte sie nochmal nennen, das ist die Konrad-Adenauer-Stiftung in Budapest, die Friedrich-Ebert-Stiftung in Budapest, die Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer, die Ungarn-Deutsche Selbstverwaltung und der Ungarische Rat der Europäischen Bewegung. Dies ist das 30. Deutsch-Ungarische Forum und wir freuen uns natürlich, dass trotz dieser widrigen Umstände so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu diesem der Auftaktveranstaltung, die ja eine kleine Serie jetzt bis Ende Januar beinhaltet, gekommen sind und sich angemeldet haben. Die Pandemie hat gute und schlechte Seiten der europäischen Kooperation im Umgang mit der Krise gezeigt. Wir alle spüren, wie anfällig wir sind und wie sich schlagartig vieles ändert. Gestern waren Reisen zu Freunden nach Berlin, Budapest, Rom oder Bukarest normal. Durch das Studium im Ausland lernt man neue Kulturen, neue Sprachen kennen. Heute Abend hätten wir natürlich sehr gerne auf Einladung des deutschen Botschafters in Budapest gefeiert. Stattdessen gilt heute in vielen Staaten eine Ausgangssperre. Der Unterricht kommt, ich sage mal, wenn man Glück hat, nach Hause. Und an Reisen denken wir vielleicht nächstes Jahr mal wieder. Die weltweiten Probleme und die Bewältigung der Folgen der Pandemie werden uns noch viele, viele Jahre beschäftigen und werden insbesondere auch ein Thema für die jungen Leute sein, die heute hier teilnehmen. Wir haben daher das gesamte Forum, diese Reihe, unter die Thematik der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, Ungarns und Europas gestellt. Gerade von jungen Leuten kann eine Innovations- und Modernisierungskraft für diesen Kontinent ausgehen, die wir zur Überwindung der Pandemie und ihrer Folgen brauchen. Das Forum ist 30 Jahre alt. Erinnerung ist gut und wichtig. Aber jetzt sollten wir aus meiner Sicht nach vorne gucken, eine positive Agenda für die Zukunft unserer beiden Länder und damit auch für ganz Europa fortschreiben und wo nötig auch neu entwickeln. Aus dem Forum muss aus meiner Sicht und aus der Sicht des Jugendwerkes in den nächsten Jahren auch ein Zukunftsforum werden. Das Deutsch-Ungarische Jugendwerk wird daran mitarbeiten und unermüdlich für den Austausch zwischen Deutschland und Ungarn werben. Wir freuen uns daher sehr, dass wir heute beide Außenminister Peter Szijjártó und Heiko Maas live dabei haben. Und ich möchte Sie jetzt ganz gerne, Herr Minister Szijjártó, um Ihr Grußwort bitten. Jó napot kívánok. Guten Tag. Herzlich willkommen, Herr Bundesaußenminister Heiko Maas. Herzlich willkommen an die Veranstalter des Deutsch-Ungarischen Forums und gleichzeitig möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie auch in einer so außerordentlichen Zeit die Mühe auf sich genommen haben und alles getan haben im Interesse dessen, dass wir diese Tradition pflegen können. Und ich bedanke mich dafür, dass Sie nicht zugelassen haben, dass die Pandemie die Organisationsprozesse des Deutsch-Ungarischen Forums unterbricht. Mein Dank geht also an die Organisatoren in Deutschland und in Ungarn für ihr Engagement. Und ich danke dafür, dass wir uns, wenn auch virtuell, aber heute versammeln können. Wir erleben außerordentliche Zeiten und das zeigt sich schon darin, welches Format wir wählen mussten. Persönliche Kontaktpflege und die entsprechenden Möglichkeiten werden leider immer mehr beengt. In meinem Fall ist das besonders so. Ich bin nunmehr seit 10 Tagen in Quarantäne, nachdem ich mich mit Corona angesteckt habe. Und wenn ich einen Vorschlag unterbreiten darf, basierend auf persönlichen Erfahrungen, wo es nur geht, vermeiden Sie diese Krankheit. Das ist sehr schlimm.
physisch wie auch mental. Das gilt als eine ernste Herausforderung. Man befindet sich in einer ewig ungewissen Lage, denn die Symptome werden mal schwächer, mal stärker. Aus dem Zustand am Morgen folgt nicht der am Abend. Es ist also besser, das Ganze zu vermeiden. Und deshalb wünsche ich Ihnen allen gute Gesundheit. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie in Sicherheit und gesund bleiben. Aber offensichtlich haben wir uns hier nicht versammelt, um über meine Diagnose zu sprechen. Vielmehr darüber, wie die deutsch-ungarischen Beziehungen eine Rolle spielen können in der neuen Weltordnung, die sich nun eindeutig zu entwickeln scheint. Die Pandemie hat die ohnehin wesentlichen globalen Prozesse beschleunigt und es ist nicht übertrieben, über die Entstehung einer neuen Weltordnung zu sprechen, politisch wie auch wirtschaftlich. Gleichzeitig denke ich, dass man schon jetzt folgern kann, dass die Rolle der deutsch-ungarischen Beziehungen zunehmen wird aus ungarischer Sicht in der nächsten Zeit, sowohl in der ungarischen Außenpolitik wie auch in der ungarischen Außenwirtschaftsstrategie wird die Rolle der deutsch-ungarischen Beziehungen künftig zunehmen. Was die politischen Aspekte der neuen Weltordnung anbelangt, so kann ich sagen, dass ich für das Wichtigste hierbei halte, dass die internationale Zusammenarbeit eine neue, auf gegenseitigem Respekt beruhende Ära bringen muss, denn hier geht es um Menschenleben. Die zweite Welle der Pandemie hat uns mit elementarer Kraft überfallen. Und seit dem Frühjahr denken sicherlich nur wenige, dass diese Art Herausforderung für ärmere Länder oder unter bescheideneren Umständen lebende Länder eine Herausforderung bedeutet. Denn war es, dass selbst die stärksten und reichsten Länder immense Herausforderungen und Schwierigkeiten auf sich zukommen sehen. Politisch gesehen können wir diese Pandemie jedoch auch als eine Möglichkeit betrachten, so gesehen, dass die internationale Politik sich endlich mancher schlechter Gewohnheiten entledigen kann, zum Beispiel Belehrungen, Vorwürfe, sich gegenseitig ohne jeden Grund anzugreifen. Wir können all das endlich zurücklassen und wir könnten uns vielmehr auf das konzentrieren, was uns verbindet. Und wir könnten uns im internationalen politischen Leben vielmehr darauf konzentrieren, wie und wo wir einander in dieser schwierigen Periode helfen können. Und im Hinblick auf die deutsch-ungarische Zusammenarbeit sehen wir das genauso. Wir möchten uns auch künftig darauf konzentrieren, was uns verbindet. Wir möchten uns darauf konzentrieren, uns helfen zu können, im Falle dieser historischen Herausforderungen. Und ich denke, wir müssen verstehen, wir müssen respektieren und wir müssen akzeptieren, dass wir die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und bei manchen Fragen sehen wir manches auch anders. Aber an und für sich kann das auf keinen Fall eine Art Hindernis darstellen, damit wir auch künftig in Fragen zusammenarbeiten, die für beide Länder wichtig sind. Was den wirtschaftlichen Aspekt anbelangt, denke ich, dass in der Weltwirtschaft nun Automatismen abgeschafft worden sind. Es werden nicht wieder automatisch die Kapazitäten wieder aufgebaut, die heruntergefahren oder geschlossen worden sind. Es geht vielmehr um das Einsetzen eines globalen Wettbewerbs für die Neuverteilung der Kapazitäten. In diesem Wettbewerb macht Ungarn natürlich mit. Ich kann sogar sagen, dass wir uns chancenreich beworben haben. Wir haben eine gute Chance, zu den Gewinnern dieser Weltwirtschaftsära zu gehören. Und dass wir gute Chancen haben, ist zum Teil auch eine Folge davon, dass Ungarn und Deutschland, dass die ungarische und die deutsche Wirtschaft, dass die ungarische und die deutsche Industrie eine außerordentlich enge Zusammenarbeit aufgebaut haben in den letzten Jahren. In Ungarn haben wir in den letzten 10 Jahren viel dafür gearbeitet, dass die ungarische Wirtschaft in der Europäischen Union zu den Wirtschaften gehören kann, die sich am schnellsten entwickelt. Wir haben viel dafür gearbeitet, dass wir in Mitteleuropa das beste Investitionszielgebiet sind. Und wir haben viel dafür gearbeitet, dass wir in den letzten Jahren
die nach Ungarn kommenden Investitionen und die ungarischen Exporte Jahr für Jahr auf einen Rekord hochbringen können. Und die in Ungarn tätigen deutschen Unternehmen haben diesmal eine Schlüsselrolle inne. Wir haben 6.000 deutsche Unternehmen in Ungarn, die insgesamt 300.000 Ungarn beschäftigen. Unser Handelsvolumen lag vergangenes Jahr bei knapp 57 Milliarden und die ungarischen Exporte waren bei über 30 Milliarden Euro. Und auf diese Zusammenarbeit möchten wir auch künftig bauen. Mehr noch, mit den in Ungarn tätigen deutschen Unternehmen konsultieren wir laufend. Wir holen laufend ihre Meinungen und Vorschläge ein und viele dieser Vorschläge haben wir eingebaut in den Aktionsplan, der gedacht war, um die ungarische Wirtschaft zu schützen. Und in jüngster Zeit haben wir 51 in Ungarn tätigen deutschen Unternehmen insgesamt 35 Millionen Euro an Fördergelder zukommen lassen. Und daraus sind dann 75 Millionen Euro Investitionen entstanden, wodurch 24.000 Arbeitsplätze in Ungarn bewahrt worden sind. Und gemäß der jüngsten Erhebung der DUIHK Anfang Oktober sind etwa 60% der antwortgebenden deutschen Unternehmen der Auffassung, dass in den nächsten 12 Monaten das Geschäft besser laufen wird. Und ich denke, inmitten der heutigen Wirtschaftsbedingungen ist das eine Zahl, die für sich spricht. Die in Ungarn tätigen deutschen Unternehmen können auf uns zählen, wie auch wir auf sie zählen. Und Deutschland kann ebenfalls in nächster Zeit auf uns zählen. Unsere deutschen Freunde können auf uns zählen. In der ungarischen Außenpolitik und in der ungarischen Außenwirtschaftsstrategie wird die Rolle der deutsch-ungarischen Beziehungen wieder erstrebenswerterweise zunehmen. Ich danke Herrn Bundesminister dafür, dass er bei uns ist. Ich danke für die Veranstaltung dieser heutigen Gelegenheit und ich entschuldige mich für die außerordentlichen Umstände, aber so sind nun mal die Zeiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich glaube, ich kann jetzt für alle sagen, wir wünschen Ihnen alle und hoffen Sie, dass Sie bald wieder völlig lange dauert. Maas, Sie haben das Wort. Freuen uns auf Ihr Grußwort. Ja, vielen Dank und erstmal auch von mir, lieber Peter, alles Gute. Ich wünsche dir wirklich, dass du schnellstmöglich wieder gesund wirst und zwar vollkommen gesund und das gut überstehst. Die Tatsache, dass du trotzdem hier heute in der Konferenz mit dabei bist, spricht eigentlich für sich und auch dafür will ich mich bei dir ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, dass es bald wieder möglich ist, dass wir uns auch persönlich treffen können. Alles Gute, lieber Peter. Herr Professor Mayer, liebe Frau Schöning, meine Damen und Herren, Job Otni Mint Kopni. Ich weiß nicht, ob das jetzt jemand verstanden hat. Ich hoffe, dass ich dieses ungarische Sprichwort einigermaßen verständlich ausgesprochen habe. Das heißt auf Deutsch, es ist besser zu geben als zu nehmen. Und so einleuchtend das vielleicht klingen mag, die Corona-Krise hat uns, glaube ich, gelehrt, dass es mit dem Geben und Nehmen so eine Sache ist. Im Frühjahr waren es vor allem die Länder im Süden Europas, die auf unsere Solidarität angewiesen waren. Heute hat die zweite Corona-Welle auch den Norden, die Mitte und den Osten voll erfasst. Und für mich zeigt sich darin das ganz besondere Wesen der europäischen Solidarität. Sie ist nämlich keine Einbahnstraße. Wer heute seinem Nachbarn hilft, der kann morgen darauf vertrauen, dass auch ihm geholfen wird. Dass das nicht nur leere Worte sind, das haben wir, glaube ich, innerhalb der Europäischen Union in den letzten Monaten ganz gut bewiesen. Anders als etwa in der Euro- oder in der Finanzkrise oder beim Umgang mit Flucht und Migration, ist Europa in der Krise eben nicht in unterschiedliche Lager zerfallen. Stattdessen haben wir das größte Finanzpaket in der Geschichte der Europäischen Union aus der Taufe gehoben und wir unterstützen damit Unternehmer, die um ihr wirtschaftliches Überleben bangen, genauso wie Menschen, die ihre Arbeit verloren haben. Und zwar in Budapest, genauso wie in Berlin oder in Barcelona. Doch, meine Damen und Herren, machen wir uns im Ergebnis nichts vor, diese wirtschaftliche Erholung, mit der werden wir noch sehr lange beschäftigt sein.
Und gleichzeitig müssen wir die Zukunft so gestalten und den sozialen Zusammenhalt in der Union so sichern, den Klimaschutz voranbringen, Europas digitale Souveränität sichern und ja auch unsere Rolle in der Welt stärken. Und kein europäisches Land kann das alleine. Und deshalb, europäischer Zusammenhalt ist der einzig erfolgversprechende Weg aus dieser Krise und damit auch in die Zukunft. Vor allem aber, meine Damen und Herren, entsteht europäischer Zusammenhalt durch den Austausch untereinander. Und das gilt ganz besonders, so wie das Peter auch gesagt hat, für Ungarn und Deutschland. Wirtschaftlich sind unsere Länder auf das Engste miteinander verflochten. Und 3000 Unternehmen werden in ganz Ungarn oder teilweise auch in der Region nach wie vor gegründet und sind in der Vergangenheit auch mit deutschem Kapital gegründet worden. 27% des ungarischen Außenhandels wird mit Deutschland abgewickelt. Und in der Hochschulzusammenarbeit können wir ja fast schon auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblicken. Und wir teilen die Erinnerung an viele Wendepunkte unserer Geschichte. Nicht zuletzt an die Überwindung des Eisernen Vorhangs vor 30 Jahren. Übrigens dank dem Mut der Ungarn, die als Erste den Stacheldraht durchtrennt haben. Und das werden wir in Deutschland nie vergessen. All diese Verbindungen treffen sich dann auch im Deutsch-Ungarischen Forum. Die Vielfalt seiner Mitglieder aus der Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Politik, Kultur, all das eröffnet neue Perspektiven auch für unsere Beziehungen. Und dass sich auch so viele junge Menschen für die ungarisch-deutschen Beziehungen engagieren, das ist nichts anderes als ein großes Glück. Denn sie sind nicht nur die Garantie dafür, dass hier über die Themen von morgen diskutiert wird, sie sind es, die im vereinten Europa aufgewachsen sind und in den Händen dieses Europe United, wie ich finde, auch gut aufgehoben sind. Und daher möchte ich all denjenigen ganz besonders danken, die auch heute, auch unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen, dieses Treffen möglich gemacht haben. Und allen voran der Andrassy-Universität und dem Deutsch-Ungarischen Jugendwerk. Ihre Rolle, die Sie dabei spielen als Brückenbauer, die ist wichtiger denn je in diesen Zeiten, die für uns alle schwierige Zeiten geworden sind, in denen das Reisen über Grenzen hinweg so kompliziert ist und in denen man manchmal Wege gehen muss, wie wir in heute gehen. Nämlich, dass wir auf jeden Fall uns treffen, miteinander sprechen und uns austauschen können, auch wenn es nur virtuell ist. Und deshalb wünsche ich Ihnen für dieses sozusagen sehr besondere Treffen heute alles Gute und einen sehr fruchtbaren Austausch. Ein Treffen im Geist europäischer Freundschaft und Solidarität, für die Geben und Nehmen eben keine Gegensätze sind, sondern zwei Seiten aller einer Medaille. In diesem Sinne, vielen Dank. Und bleiben Sie gesund. Lieber Herr Minister Maas, ganz herzlichen Dank für Ihr Wort. Es ist, glaube ich, eine von den beiden gute Einleitung zu unserer Serie, die wir uns haben. Nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Wochen. Herzlichen Dank für Ihren Input, dass Sie dabei gewesen sind, und ich würde jetzt gerne dann in die überleiten und gerne Frau Bokosch, die moderieren wird, das Wort geben. Vielen Dank und einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen und von uns. Ich freue mich sehr, diese Diskussion moderieren zu können. Früher nahm ich als Journalistin oft an diesem Forum teil. Jetzt vertrete ich aber die Firma MOL, ein integriertes, international tätiges Öl- und Gasunternehmen mit Stammsitz in Budapest, Ungarn. Und ich bin die Kommunikationschefin für Ungarn.
Ganz kurz, wenn wir über Wirtschaft, wirtschaftliche Kooperation reden, welche deutsche Beziehungen MOL hat. Wir investieren gerade insgesamt 1,2 Milliarden Euro in eine Polyol-Großanlage in Tiso-Ujvarosch. Dieser Komplex wird von ThyssenKrupp errichtet. Und außerdem hat MOL letztes Jahr die deutsche Aurora Kunststoffe GmbH angekauft. Das von mir und von meiner Seite. Und ich möchte jetzt unsere Panelisten vorstellen. Wir haben hier im Kreis Tomasz Schmenzer, Staatssekretär für Information und internationale Darstellung von Ungarn, Ministerium für Auswärtiges und Außenhandel. Wir haben hier Andreas Peschke, Leiter Europaabteilung im Auswärtigen Amt. Markus Hilken, Geschäftsführer SAP Labs Hungary. Und Jörg Bauer, Präsident und CEO Tungsram Group. Titel unserer Diskussion: Deutsch-Ungarische Kooperation als Motor der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und Innovation. Und darf ich hinzufügen, im Schatten der Corona, das können wir einfach nicht jetzt aus keiner Diskussion ausschalten. Wir machen es dann so, wir werden zwei Impulsvorträge hören, einmal von Staatssekretär Menzer, dann von Herr Peschke, und dann können wir in die Diskussion gehen. Damit möchte ich das Wort an Herr Staatssekretär Menzer weitergeben. Herzlichen Dank für das Wort. Auch ich möchte alle recht herzlich begrüßen. Wir werden hier gleich alle technischen Hürden überbrücken, dann werde ich auch gleich anfangen können. Ich begrüße die deutschen Kollegen auch recht herzlich und auch all diejenigen, die unsere Arbeit jetzt beobachten. Mein erstes Wort gilt auch dem Dank. Ich möchte mich bei allen bedanken dafür, die das ermöglicht haben, dass dieses Forum zumindest im Internet entsteht. Ich bedanke mich auch bei den Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes Deutschlands, bei allen Mitarbeitern. Beim Jugendwerk möchte ich mich auch bedanken, an Schöning und bei der Andrassy Universität. Und bei meinen eigenen Kollegen möchte ich mich selbstverständlich auch bedanken. Meine Kollegen haben meine Aufmerksamkeit auch darauf aufgerufen, als noch vor einigen Monaten ich zu einer Organisatoren-Sitzung gegangen bin. Da bin ich gerade von der Sitzung des operativen Krisenrates, und wir haben damals noch gehofft, dass wir im November uns persönlich treffen werden. Aber bedauerlicherweise haben wir dazu jetzt keine Möglichkeit. Ich habe auf jeden Fall zu denen gehört, die gesagt haben, dass trotzdem das Forum organisiert werden muss. Es kann nicht dazu kommen, dass das Forum ausbleibt. Das Forum muss auf jeden Fall stattfinden. Und warum ich dieser Ansicht bin? Nun, vielleicht gestatten Sie mir dabei auch einen Segler-Witz. Die deutschen Kollegen werden vielleicht nicht unbedingt damit etwas anzufangen wissen, aber ich versuche das auch so zusammenzufassen, damit es auch verständlich wird. Warum sagst du niemals, dass du mich liebst? Der Mann antwortet: Ich habe schon einmal gesagt, wenn etwas sich verändert, dann werde ich sagen. Das ist nur ein Witz, aber ich denke, dass die internationale Zusammenarbeit ist ganz anders als die Auffassung des alten Seglers. Wir müssen immer Besprechungen haben und immer unsere wirtschaftliche, politische, kulturelle Beziehungen verstärken. Und deshalb bin ich sehr froh, dass weil wir dieses Forum, Online-Forum, organisieren können. Meine Damen und Herren, als einen kurzen wirtschaftlichen Überblick gestatten Sie mir, dass ich sage, dass vor 10 Jahren die ungarische Wirtschaft und auch Ungarn hoch verschuldet waren. Wir waren in einer Krisensituation, die Arbeitslosensituation war auch erschütternd, und auch das Land selbst lag in Ruin. Und das Land selbst hatte die Staatsschuld von 80% noch vor Covid auf unter 70% runtergedrückt. Von 11,5% haben wir die Arbeitslosigkeit auf 3,4% gebracht. Alle haben in Ungarn arbeiten können, die arbeiten wollten. GDP-Wachstum haben wir im vergangenen Jahr bei 5% gehabt. Das war eines der besten Ziffern in Europa.
Damit denn diese Wirtschaftskennzahlen erreicht werden können, wie Herr Minister Siad oder so erwähnt hat, und in dieser Leistung spielen auch die deutschen Unternehmen eine sehr bedeutende Rolle und somit auch die deutsch-ungarische Zusammenarbeit, ganz genau. Wie das im Detail ausschaut, in 2014 haben wir im ungarischen Außenministerium die Arbeit umstrukturiert und wir haben die außenwirtschaftliche Tätigkeit in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt, 2014 also. Und wenn wir zwischen 2014 und 2020 das erste Halbjahr uns die Tendenz anschauen, dann sehen wir, dass 538 Investitionen nach Ungarn gebracht werden konnten. Und von diesen 538 ist circa ein Viertel, 123, durch deutsche Unternehmen entstanden. In den vergangenen Jahren haben die deutschen Projekte insgesamt 6,6 Milliarden Euro ausgemacht in Ungarn und mehr als 27.500 Arbeitsplätze sind geschaffen worden zwischen 2014 und erstes Halbjahr 2020, also die Zeitperiode hierbei. In der Gänze, wie das auch bereits verlautete, sind 6.000 deutsche Unternehmen in Deutschland tätig und sie beschäftigen auch zahlreiche Ungarn. Wenn wir die Außenwirtschaft mit dem vollen Spektrum betrachten und auch den Außenhandel dazu nehmen, dann können wir sagen, dass in aller Hinsicht Investitionen, Außenhandelsbeziehungen insgesamt, Exporte und Importe gesondert auch, ungefähr 25% aus ungarischem Gesichtspunkt her gesehen in deutsche Relationen gehen. Diese Zahlen zeigen auch, dass Deutschland für uns ein strategischer Partner ist, politisch und auch wirtschaftlich. Und wir sind mit Tausenden von Fäden mit der deutschen Wirtschaft verknüpft, seitens der ungarischen. Die Frage ergibt sich von selbst, warum vertrauen die deutschen Unternehmen Ungarn? Und nicht nur die deutschen, sondern auch die ausländischen Unternehmen in der Gänze. Warum bringen sie die Investitionen nach Ungarn da? Können wir vier Gründe zumindest aufreihen, mindestens vier. Eine stabile politische Umgebung, investitionsfreundliche Umgebung zum Zweiten. Ich denke hier daran, dass die momentan ungarische Regierung die Steuern mindert. Das ist die Regierung der Steuerminderung. Die Einkommensteuer haben wir auf 15% gemindert und die Unternehmenssteuer haben wir auch auf 9% gemindert. Und wir haben also kontinuierlich auch soziale Begünstigungen eingeführt. Und der dritte Grund, warum die ausländischen Unternehmen herkommen, das ist unser System der Investitionsunterstützung. Das ist die Agentur, die diese Investition unterstützt, die ich dabei erwähnen möchte. Und zum vierten haben wir ausgezeichnete ungarische Arbeitskräfte. Und unsere akademische Ausbildung haben wir so umstrukturiert, dass wir den Investoren immer ausreichende Arbeitskräfte mit entsprechender Qualifizierung zur Verfügung stellen können. Und was für uns auch eine Rückmeldung ist, das ist auch die Rückmeldung der deutsch-ungarischen Industrie- und Handelskammer. Die Kammer fertigt von Zeit zu Zeit Analysen. Und aus diesen ist auch im Frühjahr hervorgegangen, dass die in Ungarn tätigen deutschen Unternehmen in der Mehrheit zu 80-90%, wenn sie neu über den Ort der Investition entscheiden könnten, würden sie sich wieder für Ungarn entscheiden. Und bei der jüngsten Studie sehen wir auch in der Corona-Situation, dass 60% der deutschen Unternehmungen damit rechnen, dass sie relativ schnell innerhalb von 12 Monaten ein besseres Geschäftsgebaren haben werden und 50% meinen, dass sie relativ schnell den Stand vor der Krise erreichen werden bei den Erlösen. Über die in Ungarn tätigen deutschen Unternehmen können wir sagen, dass sie relativ positiv sind, was sie bezüglich der Zukunft meinen. Und sie denken auch, dass sie relativ schnell sich wieder auf den früheren Stand einpegeln werden. Die Pandemie erschwert natürlich auch unsere Situation. Ich möchte dazu auch sagen, welche Entscheidungen die ungarische Regierung getätigt hat. Der Standpunkt der ungarischen Regierung war und ist eindeutig. Wir sagen, dass wir so viele Arbeitskräfte schaffen werden, wie viele die Krise zerstört hat. Wie viele durch den Virus zerstört worden sind.
Im ersten Schritt sorgen wir dafür, dass wo die Arbeitsplätze erhalten bleiben können, dort müssen wir dafür sorgen, dass sie erhalten bleiben. Und wo das nicht mehr machbar ist, dort müssen wir dafür sorgen, dass neue Arbeitsplätze entstehen. Mehr als 1 Million Arbeitsplätze konnte die Maßnahmen der ungarischen Regierung dabei erhalten. Die Einführung der gut bekannten Kurzarbeit ist auch eine solche Institution. Die Minderung der Steuer- und Abgaben, Kreditmoratorium haben wir eingeführt, beziehungsweise auch, dass die Investitionen auch unterstützt werden. Wir initiieren auch diese Sache. Wir beim Außenministerium unterstützen die Investition von Außenministerium gemanagtes Unterstützungsprogramm. Wir bezeichnen das als ein Programm der Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit. Da haben wir 294 Unternehmen unterstützt. Diese 204 Unternehmen haben sich bereit erklärt, selbst unter diesen schwierigen Bedingungen neue Investitionen zu tätigen und Arbeitsplätze zu wahren. 155.000 Arbeitsplätze haben sie sich bereit erklärt zu behalten. Wir haben auch Programme für die Großunternehmen und wir haben auch Programme für diejenigen Unternehmen, die auch den Exportmärkten versuchen, sich zu etablieren. Wir haben auch ein Programm für den Exportschutz. Was die Wirtschaft anbelangt, so sieht es heutzutage bei uns aus. Und was die Arbeitsplätze anbelangt, nun, da sind wir auch nicht erfolgslos. Wir können sagen, dass heutzutage so viele in Ungarn arbeiten wie im Januar des Jahres vor der Virussituation, vor Ausbruch der Viruskrise. Ein Eckpfeiler der ungarischen Politik ist das Schaffen von Arbeitsplätzen. In der ungarischen Innenpolitik gibt es dazu auch eine Diskussion, wie die Arbeitskräfte unterstützt werden sollten mit Hilfestellung oder mit Arbeitsplätzen. Und wir sind der Meinung, dass wir Arbeitsplätze schaffen sollen, weil wir davon fest überzeugt sind, dass so die Familien ein festes Zukunftsbild haben werden, wenn sie wissen, sie haben einen Job, sie haben eine sichere Existenz. Und so fühlen sie sich in größerer Sicherheit und können damit auch in die Zukunft blicken. Auch im Weiteren sind wir in aller Hinsicht offen für die Zusammenarbeit mit Deutschland und komplett auch in der Politik, im kulturellen Leben und auch auf allen anderen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens genauso. Vielleicht über die Belange der Wirtschaft so viel und im Späteren werden wir dann auch die Möglichkeit haben, in der Diskussion uns auszutauschen. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Sekretär. Und ich möchte jetzt das Wort weitergeben an Herrn Andreas Peschke, Leiter Europaabteilung im Auswärtigen Amt. Thema wieder deutsch-ungarische Kooperation als Motor der europäischen Wettbewerbsfähigkeit im Schatten von der Corona. Das ist, was ich da hinzufüge. Herr Peschke, bitte. Ja, vielen Dank, liebe. Ich freue mich sehr, dass ich hier gemeinsam mit Ihnen in dieser Diskussionsrunde sitzen kann. Herzlichen Gruß an die ganzen Co-Panelisten auch. Im Grunde hat der Minister ja schon alles gesagt und ich kann nur das eine oder andere vielleicht noch ergänzen. Also ich würde, Sie haben es ja gerade erwähnt und auch der Herr Staatssekretär hat ja darüber gesprochen. Ich würde vielleicht anfangen damit, dass ich einfach nochmal festhalte, dass Ungarn, Deutschland und die EU natürlich vor einer epochalen Herausforderung stehen. Also diese Pandemie, Corona, Covid, das können wir wirklich nur gemeinsam schaffen. Das wird keiner von uns alleine hinbekommen. Nur wenn wir da gemeinsam und solidarisch handeln, werden wir damit fertig werden. Unsere Interpretation der Ereignisse ist ganz klar hier in Berlin. Wir brauchen mehr europäische Zusammenarbeit und nicht weniger. Wir brauchen mehr internationale Zusammenarbeit und nicht weniger. Also vielleicht als eine kleine Randbemerkung natürlich diesbezüglich richtet sich unser Blick natürlich jetzt auch erwartungsvoll über den Atlantik.
Wir beobachten genau, was die neue Administration zu tun gedenkt, der gewählte neue Präsident. Da gibt es ja vielleicht doch die eine oder andere Akzentverschiebung. Vielleicht ergeben sich da auch andere neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Was uns hier in Europa betrifft, und darüber hat der Staatssekretär ja auch gerade eben gesprochen, da ist natürlich die Frage der wirtschaftlichen Verflechtungen ganz besonders wichtig. Und da müssen wir eben unheimlich aufpassen, dass sozusagen Corona diese wirtschaftlichen Verflechtungen nicht unterminiert, nicht zerstört, sondern dass wir das alles gut erhalten können. Wir hatten im Frühjahr da einige Probleme während der ersten Welle, als es zu den auch unkoordinierten Grenzschließungen kam. Jetzt ist es uns besser gelungen, den grenzüberschreitenden Verkehr mit Waren und Personen trotz der Maßnahmen zur Pandemieeindämmung zu erhalten. Und das ist natürlich besonders wichtig für so exportorientierte, exportstarke Wirtschaften wie die deutsche und die ungarische Wirtschaft. Wir haben jetzt zur Überwindung der Pandemie, glaube ich, ein sehr vernünftiges Haushaltspaket für den mehrjährigen Finanzrahmen auf den Weg gebracht. Da gab es die historische Einigung der Staats- und Regierungschefs im Juli auf den mehrjährigen Finanzrahmen plus das Wiederaufbauinstrument, das ja kreditfinanziert sein soll. Und wir haben seitdem als Ratsvorsitz, der wir ja gerade sind, deutsche EU-Präsidentschaft, haben wir ohne zu ermüden, ohne Unterlass gewirkt, damit wir die Einigung mit dem Europäischen Parlament erzielen können. Jetzt haben wir am vergangenen Dienstag eine vorläufige Einigung erreichen können. Die muss jetzt bestätigt werden vom Plenum des Europäischen Parlaments. Die muss auch bestätigt werden vom Rat. Da haben wir gestern die Diskussion weitergeführt im ASTV. Wir hoffen, das ist jedenfalls unser Bestreben als Präsidentschaft, dass wir dieses Paket, bestehend aus dem mehrjährigen Finanzrahmen, aus dem Wiederaufbauinstrument, jetzt so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen können, damit wir möglichst pünktlich im neuen Jahr mit einem neuen mehrjährigen Finanzrahmen und dem Wiederaufbauinstrument starten können. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass jetzt in der Krise Europa diese Antwort, diese solidarische Antwort gibt auf die Herausforderung, dass das Geld, das damit zur Verfügung gestellt werden soll, dann auch tatsächlich zur Verfügung steht. Denn es wird gebraucht und ich glaube, das sind wir den Menschen in Europa schuldig, dass wir diese Antwort jetzt auch wirklich, wirklich umsetzen. Alles andere wäre, glaube ich, politisch schwer erklärbar, wenn wir sagen müssten, wir haben es nicht geschafft, die letzten technischen Hürden zu überwinden, damit das Haushaltspaket in Kraft tritt. Also das ist jetzt eine sehr wichtige Priorität für uns als Präsidentschaft, aber natürlich für uns alle, einschließlich Deutschland und Ungarn, alle Mitgliedstaaten jetzt in dem verbleibenden Jahr, dass wir das gut hinbekommen. Wir haben dann andere Themen, die wir jetzt auch gemeinsam anpacken wollen, das Thema Klimaschutz, das Thema digitale Souveränität, soziale Gerechtigkeit, Europas Verantwortung in der Welt, das Thema Migration, kein einfaches Thema. Und natürlich, und das hat, glaube ich, auch mein Vorredner jetzt schon ausführlich beleuchtet, ist die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung und die Frage der Innovation eine sehr, sehr wichtige Frage. Und hier, gerade in dieser Frage, die sich europäisch stellt, haben Deutschland und Ungarn auch wirklich viel beizutragen. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Themenwahl für dieses deutsch-ungarische Forum in diesem Jahr besonders wichtig. Also wenn wir uns die Forschungs- und Wirtschaftskooperation zwischen unseren beiden Ländern anschauen, dann stellen wir fest, dass die ja doch sehr, sehr, zum Glück sehr intensiv ist, zum Wohle unserer beiden Länder. Wir sind füreinander wichtige Handelspartner.
sind ungefähr 3000 deutsche Unternehmen in Ungarn in einer oder anderen Weise präsent und tätig. Und wir kooperieren wirklich in vielen Feldern. In Ungarn steigen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Wir versuchen das in Deutschland auch. Manchmal ist es schwierig, aber ich glaube, das sind Zukunftsausgaben und dessen sind sich unsere Länder bewusst. Und diese Kooperation, dass die eine hohe Priorität genießt, das haben ja auch die Bundeskanzlerin und der Ministerpräsident Orbán deutlich gemacht, als sie 2018 eine vertiefte Zusammenarbeit gerade im Innovationsbereich vereinbart haben. Dann haben wir letztes Jahr beschlossen, die Innovations- und Forschungszusammenarbeit zwischen unseren Regierungen zu vertiefen. Das betrifft vor allem Schlüsselthemen wie Digitalisierung, Klimaschutz, nukleare Energie, Sicherheit und Wasserwirtschaft. Also das ist, glaube ich, auch insofern schön, dass hier eine Kooperation zustande gekommen ist, jetzt auch nicht nur zwischen den Außenministerien oder den Diplomatinnen und Diplomaten unserer beiden Länder, sondern eben auch über die Breite der Regierung, zwischen verschiedenen Ministerien, zwischen verschiedenen Ressorts. Ich glaube, das ist wichtig, zeichnet auch eine breite und strukturierte Zusammenarbeit aus. Es gibt das Beispiel, das möchte ich erwähnen, einer sehr gelungenen Forschungszusammenarbeit zwischen das deutsch-ungarische Exzellenzzentrum EPIC an dem Ungarischen Forschungsinstitut für Rechentechnik und Automatisierung. Das ist eine Zusammenarbeit mit der Fraunhofer-Gesellschaft. Ich glaube, das ist ein Leuchtturm, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, auch weil hier in diesem Projekt ganz besonders auf den Austausch von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesetzt wird. Hier geht es um den Transfer von international anerkannter Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in die Industrie, aus der Forschung, in den Bereichen Logistik, Produktion. Also ich glaube, das ist auch so diese Schnittstelle zwischen Forschung, angewandter Forschung, Industrie. Das ist, glaube ich, für so unsere Länder besonders wichtig, die eben auch im Bereich der Industrie, der Produktion industrieller Güter eine wichtige Rolle haben. Also hier zählen wir natürlich auch auf die deutschen Unternehmen, die in Ungarn ansässig sind. Dieses Konzept Industrie 4.0 müssen wir, glaube ich, gemeinsam weiterentwickeln. Und da gibt es ja auch einige Beispiele, das Entwicklungszentrum von Bosch, das Zentrum für künstliche Intelligenz von Continental. Also ich glaube, da gibt es viele, viele gute Ansatzpunkte, auf denen wir auch wirklich bilateral aufbauen sollten und die wir auch in die europäische Diskussion einbringen sollen. Denn diese Themen Förderung von Wissenschaft und Technologie, von Forschungszusammenarbeit, das sind natürlich auch ganz wichtige europäische Themen, die wir jetzt auch in dem kommenden Haushalt ganz prominent priorisiert haben. Also jetzt ist zum Beispiel ja auch nochmal die Ausgabensäule für Forschungszusammenarbeit gestärkt worden, auch auf Wunsch des Europäischen Parlaments. Also hier, glaube ich, sollte man auch diese bilateralen Bemühungen, die wir haben, und die europäischen Bemühungen gut vernetzen und natürlich auch den ganz großen Kontext sehen. Ich glaube, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für uns in Europa ist auch sozusagen das Gerüst, auf dem wir stehen, die Rechtssicherheit, auf die sich unsere Unternehmen in Europa in der Regel verlassen können. Das unterscheidet uns, glaube ich, wirklich kategorisch von anderen Wirtschaftsräumen. Das ist ein großer Vorteil. Und hier, glaube ich, müssen wir als Europäerinnen und Europäer auch konsequent weiterarbeiten, dass wir dieses Wertegerüst, unsere Rechtsstaaten, die Rechtssicherheit eben auch so weiterentwickeln, dass daraus auch der Wettbewerbsvorteil der EU nicht mehr erhalten bleibt, sondern eben auch gestärkt werden kann. So viel vielleicht einführend von meiner Seite. Ich denke, dass
deutsch-ungarische Duo ist prädestiniert, gerade in diesem Bereich Wirtschaft und Wissenschaft einen originären Beitrag zu bringen, auch auf die EU-Ebene. Und was mich in dem Zusammenhang freut, ist, dass wir es dieses Jahr wieder geschafft haben, dass die Veranstaltung, unsere Veranstaltung und die Serie von Veranstaltungen auch Jugendliche aus unseren beiden Ländern, aus Ungarn und aus Deutschland einbezieht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir natürlich den Staffelstab auch weitergeben müssen an die jüngere Generation, damit sie eben auch das die Arbeit und unsere gemeinsamen Zukunft dann fortsetzen kann. Soweit vielleicht einführend von mir und ich gebe zurück an die Moderatorin. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Peschke. Und wir fahren jetzt mit der Diskussionsrunde fort und da möchte ich nochmal unsere zwei Co-Panelisten herzlich willkommen. Markus Hilgen, Geschäftsführer SAP Labs Hungary und Jörg Bauer, Präsident und CEO Tungsram Group. Wir reden jetzt über Wettbewerbsfähigkeit, eine ganz positive Agenda. In einer Periode, wo wir ganz komplexe und unerwartete Herausforderungen bewältigen müssen, die werden schon erwähnt, Corona-Krise, US-China-Handelsstreit, Klimafragen, Brexit, Migration, also wirklich ganz komplexe Herausforderungen. Und Herr Peschke hat gesagt, doch, wie vereinbart, wir brauchen mehr Zusammenarbeit, wir brauchen mehr Investitionen und nicht weniger. Wie könnte man das doch verwirklichen? Also wie können wir diese Wettbewerbsfähigkeit Europas und unserer Länder bewahren? Und jetzt vielleicht eine Seite, was können wir, welche inhaltliche Punkte beinhaltet diese positive Agenda aus der, auf der Regierungsebene und auch auf der Ebene der, der Firmen. Also erstmal vielleicht der Staatssekretär und der Leiter Europaabteilung im Auswärtiges Amt. Also auf der Regierungsebene, was können wir da trotz dieser Krise und trotz dieser Herausforderungen jetzt tun, damit wir doch mehr haben und nicht weniger? Habe ich das richtig verstanden, dass wir jetzt... Again. Ja. Soll ich was dazu sagen? Selbstverständlich. Bitte, Herr Peschke. Okay, also dann fange ich gleich an und dann kann Staatssekretär Menzer gleich aufnehmen, den Ball. Also von unserer Seite her, was können wir als Regierung tun jetzt, um diese Modernisierungsagenda voranzubringen? Also ich glaube, hier gibt es zwei Ebenen. Die eine Ebene ist natürlich die nationale Ebene, dass wir gehalten sind, sozusagen strukturell zu investieren in Forschung und Entwicklung. Ich habe ja gerade gesagt, dass Ungarn ja auch seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung erhöht hat. In Deutschland versuchen wir das auch. Das ist natürlich immer ein Kampf mit den Haushaltsprioritäten, aber das sind hier Zukunftsaufgaben, in denen wir investieren müssen. Und wir werden auch versuchen, sozusagen diese zusätzlichen Mittel, die wir jetzt auch mobilisieren über den Wiederaufbaufonds zur Überwindung der Folgen der Corona-Krise. Wir werden auch versuchen, diese Aufgaben, diese Mittel ganz gezielt auch in Zukunftsbereiche zu investieren, sodass wir nicht nur aus der Krise rauskommen, so wie wir vorher reingegangen sind, sondern dass wir moderner aus der Krise rauskommen, als wir reingegangen sind. So, das ist so unsere Philosophie. Das ist die eine Ebene, die nationale Ebene, die wir versuchen voranzubringen. Und die andere Ebene ist natürlich die europäische Ebene, wo wir, glaube ich, auch investieren müssen. Also uns ist es gelungen, im Vergleich und zu vorherigen Haushalten die Ausgaben für Forschung und Entwicklung wirklich signifikant zu erhöhen.
Also für Horizon, für Erasmus, für Industrieforschung und. Diese ganzen Posten, die hätten vielleicht noch mehr steigen können, aber sie sind gestiegen im Vergleich zum vorherigen Haushalt. Und sie sind jetzt nach den Gesprächen mit dem Europäischen Parlament nochmal gestiegen. Und das müssen wir jetzt sozusagen auf die Straße bringen. Das müssen wir jetzt umsetzen. Und da ist ja auch vieles in der Pipeline, also die Vorschläge der Kommission zur künstlichen Intelligenz, zum Datenmanagement, die Digitalisierungsstrategie. Ich glaube, das sind wirklich wichtige Bereiche, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Wir hätten eigentlich gerne unter deutscher Präsidentschaft daran schon mehr gearbeitet. Jetzt ist es so, dass die Kommission wegen Corona und so etwas in Verzug gekommen ist. Jetzt kommen die Vorschläge erst zum großen Teil erst Ende des Jahres, sodass wir die noch entgegennehmen können und dann an die portugiesische Präsidentschaft weitergeben müssen. Aber ich glaube, das sind die Schlüsselbereiche auf der europäischen Ebene, um die wir uns kümmern müssen. Denn das ist, glaube ich, eine wirkliche Zukunftsfrage. Lassen Sie mich das nur sagen. Wenn wir da nicht aufpassen, dann läuft Europa Gefahr, gerade im Bereich der Schlüsseltechnologien abgehängt zu werden. Wir haben ja jetzt schon in einigen Bereichen große Rückstände gegenüber China, gegenüber USA. Und ich glaube, hier müssen wir sehr wachsam bleiben, dass wir technologisch weiter mit vorne mitspielen können. Danke. Herr Menzer auf der ungarischen Seite. Und dann gehen wir zu Firmen und zu Unternehmen. Vielen Dank. Herr Dr. Peschke hat vieles erwähnt. Wenn ich auf alles reagieren würde, dann würden wir uns zu zweit unterhalten am ganzen Nachmittag. Das waren so viele interessante Themen, die er angeschnitten hat. Aber ich möchte schon einige Punkte hervorheben. Ich komme zum einen nochmal zurück auf seinen vorherigen Beitrag. Ich bin mit Herrn Direktor dahingehend völlig einverstanden, dass es sehr wichtig ist, auch zu Corona-Zeiten den freien Warenverkehr zu gewährleisten. Ungarn hat das stets gemacht, auch während der ersten Welle der Krise. Also die Warenfreizügigkeit haben wir stets ermöglicht. Und wir waren mit unseren Nachbarn auch dahingehend solidarisch, dass wir sogenannte humanitäre Korridore geöffnet haben, damit auch der zivile Durchgangsverkehr ermöglicht wird zu bestimmten Bedingungen und auch die Menschen ihre Heimat erreichen können bzw. ihre Zieldestinationen erreichen können. Der zweite Gedanke, Forschung und Entwicklung und Innovation. Auch hier bin ich völlig Ihrer Meinung und ich darf sagen, vor der Epidemie, als noch alles in Ordnung war, da hat unsere Investitionsagentur ein Programm, ein Investitionsförderprogramm erarbeitet, wo als Förderbedingung die Beschaffung von Arbeitsplätzen nicht mehr enthalten war, denn wir waren, wie bereits erwähnt, Auffassung, dass die Arbeitslosigkeit schon niedrig ist. Das war also nicht das wichtigste Kriterium, sondern die Förderbedingung bestand darin, dass das Unternehmen Arbeitsplätze bewahrt und eine Entwicklung vornimmt, also etwas Innovatives in die Produktion einbringt und die Technologie fortentwickelt. Ich sage es nochmal, bei Bewahrung der Arbeitsplätze. Und wo wir ebenfalls Teile der modernen Industrie sind, das ist die E-Mobilität. Ich muss das den deutschen Kollegen nicht sagen, aber in Ungarn ist die Autobranche besonders gewichtig, in erster Linie dank den großen deutschen Autoherstellern. Aber unsere Autoindustrie modernisieren wir seit geraumer Zeit ebenfalls, indem wir Richtung E-Mobilität gehen. In jüngster Vergangenheit haben wir mehrere große südkoreanische Werke, Samsung SDI und SK Innovation in Ungarn als Werke bekommen. Und diese Batterien sind sehr wichtig bei den E-Fahrzeugen. Das sind also wichtigste Werke für die moderne Autoindustrie. Und in Zalaegerszeg wird ebenfalls eine Teststrecke für autonomes Fahren gebaut, was ebenfalls für die moderne Industrie und für die Wissenschaft sehr wichtig ist, wenn man so sagen kann, als Produkt. Aber ich möchte zurückkommen darauf, was Herr Direktor Peschke im Zusammenhang mit der Europäischen Union gesagt hat. Ganz kurz.
In der Tat, es geht hier um zwei Sachen. Der 7-Jahres-Haushaltsplan der Europäischen Union und das Next Generation Programm. Und die ungarische Regierung unterstützt beide glücklich und engagiert, gemäß der Vereinbarung der Staats- und Regierungschefs im Sommer. Wir erinnern uns daran, im Sommer kam es zu einer Vereinbarung der wichtigsten politischen Entscheidungsträger der Staats- und Regierungschefs im Rat der Europäischen Union. Und diese Vereinbarung haben damals alle akzeptiert, wir auch. Und dementsprechend unterstützen wir natürlich diese Wirtschaftsprogramme. Und ich füge hinzu, selbst dann, wenn dieses Next Generation Projekt, und es sei ganz subjektiv bemerkt, dass die Namenswahl zutreffend ist, denn Next Generation bedeutet eigentlich eine komplette Verschuldung der nächsten Generationen. Klammer auf, Klammer zu. Zweitens, Ungarn hätte dieses Programm grundsätzlich nicht nötig, weil wir mit unserer Wirtschaftsleistung auf eigenen Beinen stehen könnten. Aber wir haben verstanden, dass andere Länder das benötigen. Und solidarisch sind wir mit anderen Ländern, besonders mit südeuropäischen Ländern. Und wir haben akzeptiert, dass dieses Programm benötigt wird. Und ich sage es noch einmal, wir können das auch unterstützen gemäß der Vereinbarung im Sommer. Was die Rechtsstaatlichkeit anbelangt, was Herr Direktor netterweise ebenfalls erwähnt hat, hier ist seit geraumer Zeit, nun Diskussion würde ich dazu gar nicht sagen, ein Gespräch darüber, wie Rechtsstaatlichkeit und rechtsstaatliche Werte von der Bedeutung her sind. Ich denke, Europa ist dann gut und richtig unterwegs, wenn Rechtsstaatlichkeit auf keinen Fall zu einer Art willkürlichen Erpressung benutzt wird, sondern gemäß der guten Vernunft definiert wird, was die rechtsstaatlichen Werte sind. Ich denke, ein rechtsstaatlicher Wert ist zum Beispiel, oder ein europäischer Wert ist, wenn jemand in eine Kirche geht, sagen wir in Frankreich oder andernorts, dass er dann dort nicht getötet wird. Und ich denke, ein europäischer, wenn wir so wollen, rechtsstaatlicher Wert ist, wenn man in ein Café geht in Wien oder anderswo, dass man dann nicht getötet wird. Ich denke, es gibt ganz offensichtliche rechtsstaatliche Werte, die wir unterstützen. Und über die Migration und über andere Fragen habe ich da noch ganz direkterweise gar nicht gesprochen. Alles in allem denke ich, es ist nützlich, wenn wir in puncto Rechtsstaatlichkeit nicht über abstrakte Begriffe sprechen, sondern über Fakten. Und wenn wir auf die gute Vernunft hören, dann war die ungarische Regierung stets Partner, wenn es darum ging, über Fakten zu sprechen. Und das wird auch künftig der Fall sein. An die Teilnehmer, Sie können Fragen stellen. Dafür bitte hier den Chat benutzen, ins Chat die Frage reinschreiben und wir versuchen dann diese Frage auch dann live stellen und darauf antworten. So, jetzt gehen wir auf operatives Level. Wie sehen unsere Möglichkeiten, die Wettbewerbsfähigkeit zu bewahren, zwei Unternehmer, zwei internationale Unternehmen, die hier auch in Ungarn ganz stark tätig sind? Was können wir jetzt, welche Punkte beinhaltet diese Wettbewerbsfähigkeit-Agenda? Vielleicht erstmal Markus Hirken von SAP. Ja, vielen Dank, Frau Bakosch, und auch vielen Dank, Herr Minister, für die Impulsvorträge. Ich denke, es ist schon sehr viel dort gesagt worden und viele wichtige Themen angesprochen worden. Was ich jetzt höre ich gerade mich selbst als Echo. Was ich jetzt noch ergänzen möchte, ist, dass aus meiner Sicht als Repräsentant jetzt der SAP, und der ein oder andere weiß es, die SAP ist ein global agierendes Unternehmen mit dem Sitz in Deutschland, nach Marktkapitalisierung das größte deutsche Unternehmen im DAX. Und als Repräsentant der SAP hier in Ungarn, als sogenannter Geschäftsführer eines Labs, wir haben insgesamt 20 Labs weltweit, habe ich doch einen guten Einblick in genau diese Themen, die Sie beide gerade schon und auch die Minister vorher erwähnt haben, nämlich die Wettbewerbsfähigkeit einerseits. Andererseits
in dem Kontext kann ich mehr als bestätigen und jeden nur bitten, dass wir als Europäer den Gedanken der Europäischen Union noch verstärkt leben und mit Leben füllen. Europa in den einzelnen Ländern oder Regionen wird diese Krise sicherlich nicht wirtschaftlich überleben, wenn wir nicht zusammenarbeiten. Gerade in dem Kontext, der eben erwähnt wurde, und ich möchte es wirklich doppelt unterstreichen, Innovation, Forschung und Innovation ist wirklich überlebenswichtig für uns. Wenn wir sehen, was in anderen Regionen dieser Welt passiert, und ich möchte jetzt nicht nur in diese Diskussion über Protektionismus, ich habe schon die Trump-Regierung angesprochen, all diese Maßnahmen eingehen. Ich möchte einfach nur als Vergleich zum Beispiel den asiatischen Raum nehmen. Welcher Geschwindigkeit und welcher Motivation und Energie und auch natürlich entsprechendem monetären Input dort Innovation betrieben wird, ist wirklich beeindruckend. Und nochmals, wenn wir nicht gemeinsam an einem Strang ziehen und gemeinsam diese Dinge vorantreiben, wird es wirklich so sein, wie dieses Sprichwort sagt, die Zeiten, dass der große Fisch den kleinen Fisch frisst, sind vorbei. Das ist die alte Zeit vor Corona. Nach Corona geht es um Speed, also um Geschwindigkeit, insbesondere im Kontext der Innovation. Und da ist das neue Sprichwort, der schnellere Fisch wird den langsameren Fisch fressen. Und wir müssen wirklich sicherstellen, dass Europa der schnelle Fisch ist und nicht der langsame Fisch. Als Repräsentant eines sogenannten Labs ist unser Fokus natürlich ganz klar die Entwicklung. Und auch das wurde eben angesprochen. Wir sind, und das betrifft alle Länder in Europa, sehr stark mit Export natürlich im Kontext zu sehen. Und die SAP, ich denke, das ist bekannt, unterstützt sehr viele Unternehmen, ich will nicht sagen alle wichtigen, aber sehr viele Unternehmen auf dieser Welt in ihren Geschäftsprozessen mit unserer Software. SAP-Systeme sind für 3/4 des weltweiten GDPs verantwortlich. Daran sieht man auch die Dimension und auch die Verantwortung andererseits, die wir haben mit unseren Produkten. Und wir sehen halt auch, wie wichtig es ist, dass wir dort diesen Speed, die Geschwindigkeit der Innovation unterstützen, wenn es um Digitalisierung geht. Das wurde eben angesprochen. Digitalisierung ist eins der Key-Themen, das wir wirklich vorantreiben müssen, auch hier im Kontext eben auch bereits angesprochen. Industrie 4.0 oder Industrie 4.Now, wie wir es von der SAP in der Zwischenzeit titulieren, weil es ist wirklich Zeit, dass wir es jetzt vorantreiben. Es wurde auch schon gesagt, es wurde darauf eingegangen, dass wir zum Beispiel die Korridore offen halten müssen für den Warentransfer, Import, Export. Auch das ist ein Thema, was uns in Europa sicherlich in der Zukunft in eine stärkere Position bringen wird, dass wir wegkommen von diesen langen Transportwegen, von diesem Just-in-Time. Das sehen wir bei unseren Kunden, das sehen wir in der Wirtschaft. Just-in-Time war sehr wichtig, bleibt wichtig in der Zukunft. Wichtiger wird aber wird es sein, dass diese Lieferketten widerstandsfähig sind. Also das ist das Schlagwort der Resilience Supply Chain. Das heißt, genau was wir jetzt gerade erlebt haben und was wir heute erleben, ist, durch so eine Pandemie oder andere globale Ereignisse werden diese Lieferketten unterbrochen. Das kann sich kein Unternehmen leisten. Das ist zu vermeiden in der Zukunft. Und deswegen ist das Schlagwort der widerstandsfähigen Lieferketten ganz wichtig zu sehen im Kontext der Innovation. Und hier auch dann, ja, wir wiederum im Vorteil sind in Europa, dass wir auch unsere Produktionen zurückverlagern nach Europa, gerade die kritischen Produktionen und damit auch kürzere und widerstandsfähigere Lieferketten erreichen. Das erstmal von meiner Seite. Ja, Stichwort Lieferketten, wollen wir noch zurückkehren. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Bevor das möchte ich aber erstmal Herr Bauer fragen über Innovation und was Sie als jetzt als Wege aus der Corona und anderer Krise sehen. Tungstra, meine traditionelle, mehr als 120 Jahre alte, ursprünglich ungarische Firma, die jetzt sehr viele internationale Kooperationen hat. Motto ist
Innovation ist unser Erbe. Also Innovation ist auch hier ein Kern der Tätigkeit. Wie gehen Sie damit voran jetzt in diesem ganz komplexen Jahr? Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören können. Ich bin gerade am Flughafen in Istanbul. Wir waren Teil einer Delegation, einer ungarischen Wirtschaftsdelegation in der Türkei. Leider, es war ursprünglich unter Führung von Minister Szijjártó und auch von meiner Seite alles Gute an den Minister. Letztlich haben wir aber dieses geplante Programm eben durchgeführt. Das zeigt auch, wir sind als Unternehmen sehr international unterwegs. Also wir verkaufen unsere Produkte in 110 Länder. Etwas kleiner als SAP, zumindest noch. Also insofern, wir haben 3.500 Mitarbeiter. Wir sind jetzt wieder ein ungarisches Unternehmen. Also insofern, nach einer kurzen Zwischenphase bei GE, also ungefähr 30 Jahre als Teil von GE, in unserer 125-jährigen Geschichte jetzt wieder unabhängig. Und für uns letztlich das Thema Innovation insofern sehr wichtig, weil wir ursprünglich eben ein Leuchtmittelproduzent waren und auch weiterhin sehr viel Licht produzieren in allen möglichen Facetten. Aber es ist klar, dass beispielsweise auch asiatische Konkurrenz eben diese einfachen Produkte immer stärker auch in sehr guter Qualität anbieten kann. Es gibt da sehr gute und auch sehr schlechte Qualität. Das heißt, wir gehen stärker in Richtung Lösungen, wir gehen stärker in Richtung auch datenbasierte Lösungen. Wenn ich ein Beispiel nennen darf, Gewächshäuser, beziehungsweise auch, wir nennen das vertikale Farmen. Ein Thema, was jetzt extrem wichtig geworden ist im Bereich durch die Covid-Krise, wenn man so will, die Covid-Pandemie, wurde eben ganz klar deutlich, wie sensibel die Lebensmittelversorgung ist in einigen Bereichen, insbesondere auch in solchen Ländern, die eben klimatisch benachteiligt sind, wenn es um Landwirtschaft geht. Wir denken jetzt an den Mittleren Osten beispielsweise, Nordafrika oder Afrika im Allgemeinen, wo wir jetzt Lösungen anbieten können, die Länder das als strategisch wichtig sehen und auch bereit sind, eben Geld zu investieren. Und wir gleichzeitig, denke ich, in Europa eine Verantwortung haben, unsere Technologie auch diesen Ländern zur Verfügung zu stellen. Da geht es darum, auch lebenswertes Leben zu ermöglichen, beispielsweise in momentan noch Entwicklungsländern. Und das geht keinesfalls so, dass beispielsweise Unternehmen wie unseres, wir sind also, wenn man ein ungarischer Mittelständler, so wie deutscher Mittelstand, ein Unternehmen wie unseres kann das nicht alleine schaffen, sondern nur in Kooperation mit Universitäten, ungarischen, deutschen, englischen und anderen Universitäten, in Kooperation mit Firmen, deren Technologie praktisch unsere ergänzt. Und da sind wir auch sehr gut unterwegs. Wir versuchen also praktisch unsere geringere Größe im Vergleich zu sehr großen internationalen Unternehmen zu unserem Vorteil zu gestalten und machen im Prinzip ein ganz einfaches Motto, wenn man so will, alles, was es schon gibt, entwickeln wir nicht nochmal. Und alles, was andere besser können als wir, versuchen wir auch erst gar nicht zu entwickeln, sondern wir versuchen zu kooperieren und diese Lösungen zu integrieren. Und dabei ist es eben aus meiner Sicht wichtig, dass wir verstehen, dass viele Länder in der Welt jetzt als auch durch die Krise nochmal, wenn man so will, verstärkt ihre eigenen Märkte schützen. Also es gibt diese Regionalisierung weg von der Globalisierung. Ich nenne das in der Region für die Region, wenn man so will. Und wir deswegen auch wieder dahin kommen, wie wir früher das schon mal hatten, dass wir stärker planen, Fabriken zu eröffnen in Schlüsselländern, die praktisch in einer Region sind. Wir gleichzeitig uns überlegen müssen, wie wir darauf eingehen als Europa, weil wir praktisch die Letzten sind, die da noch die Fahne hochhalten, dass man eben einen ganz offenen Markt hat, während die ganze Welt um uns herum die Märkte schließt und eben auch schützt. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, also volkswirtschaftlich beziehungsweise philosophisch. Aber es ist eben eine Tatsache, dass das passiert. Und ich fände es interessant, im Prinzip auch gerade die Vertreter der beiden Regierungen zu hören zu dem Thema. Was macht man damit? Vielleicht noch ein letzter Satz. Horizon 2020, also die EU-Programme, ich glaube, die sind sehr wichtig, aber sind auch extrem kompliziert. Das heißt, als mittelgroßes Unternehmen, wie wir das eben sind, ist es schon fast unmöglich, an diesen Programmen teilzunehmen. Und da würde ich mich auch freuen, wenn man in der nächsten Budgetperiode Möglichkeiten findet, auch etwas kleinere Unternehmen zu beteiligen.
Zurück an Sie. Vielen Dank. Sie haben ja Regionalisierung erwähnt. Herr Hilken hat die Lieferketten erwähnt. Ich glaube, wir können darüber auch reden und erstmal die Lieferketten. Was Herr Hilken gesagt hat, also wir sollen Lieferkettenproduktion nach Europa beziehungsweise auch natürlich nach Mittel- und Osteuropa zurückholen, damit wir einfach weniger anfällig sind. Das ist ein klarer Standpunkt, verlangt aber doch einen gewissen Kurswechsel in der Industriepolitik. Es kostet natürlich auch Geld, also man muss da auch investieren. Erstmal vielleicht zurück an Herrn Hilken, was macht da so ein Global-Player wie SAP, was kann man da machen? Ja, also einerseits ist es natürlich so, dass wir sehen, was unsere Kunden machen und in welche Richtung sich unsere Kunden entwickeln. Und da ist schon deutlich sichtbar, dass dieses Nearshoring im Fokus steht. Einfach unter dem Kontext oder in dem Kontext, dass Sie sehen, dass mit der Pandemie oder ähnlichen Disruptionen die Produktion in der Vergangenheit nicht mehr für die Zukunft gerüstet. Und was wir halt auch erleben, ist, dass natürlich kritische Bereiche von den Kunden, von den Unternehmen einfach dann näher an ihre Stammsitze gebracht werden. Und hier beziehen wir uns auch auf das Thema der Kompetenzen der Mitarbeiter. Das heißt, nachdem wir hier ja gerade auch über das Thema Jugend sprechen, das Thema Bildung in dem Kontext ist natürlich auch ganz wichtig. Wir müssen sicherstellen, dass die europäische Jugend für diese Zukunft vorbereitet ist und diese Kompetenzen, die in Zukunft ein Mitarbeiter mitbringen muss, um erfolgreich und produktiv zu sein, auch mit auf den Weg bekommt. Die klassischen Berufe werden reduziert. Nochmal zum Thema Digitalisierung. Wir werden sehen, dass sogar Berufe aussterben. Sogar Berufe, vielleicht über die man im ersten Moment gar nicht nachdenkt. Wir sehen im angloamerikanischen Raum, dass zum Beispiel das Thema Rechtsanwälte viel stärker, als man ursprünglich gedacht hat, durch das Thema Digitalisierung betroffen ist und betroffen sein wird. Das heißt, Rechtsanwälte, die sich hauptsächlich in der Analyse von Gesetzestexten oder Urteilstexten derzeit beschäftigen, werden durch Automatismen, das Schlagwort künstliche Intelligenz hier, ich will nicht sagen ersetzt, aber massiv unterstützt. Das heißt, unsere Jugend müssen wir damit konfrontieren, dass die Anforderungen der Zukunft signifikant von dem, was heute vielleicht noch Standard ist und was eine Generation noch lehrt oder gelernt hat, abweichen wird. Die Generation Y ist mit einer ganz anderen Technologie aufgewachsen oder wächst mit einer anderen Technologie auf. Und das sind natürlich auch diejenigen, die in Zukunft diese Dinge konsumieren werden. Das heißt also, in dem Kontext ist es auch wichtig, nochmal mein Mantra, wir müssen wirklich in der EU zusammenraufen, um genau diese zukünftigen Herausforderungen gemeinsam bewältigen. Wir sehen zum Beispiel, dass das Thema Datenwissenschaften ein ganz neues Thema ist, mit dem wir uns noch nicht genug auseinandergesetzt haben, Data Science im Englischen. Und in dem Kontext, wenn wir uns das Thema Gaia-X anschauen, ein hoffentlich erfolgreiches Projekt in Europa, genau da brauchen wir diese Kompetenzen, um eine europäische Cloud-Lösung, eine europäische Plattform für unsere Unternehmen in Europa zur Verfügung zu stellen und auch entsprechend dort mit dem Wissen und dem Intellekt der Kollegen, die jetzt daran arbeiten und vor allem in der Zukunft daran arbeiten werden, dieses Thema auch unterstützen und erfolgreich machen. Danke, kurzer Hinweis nochmal, wenn jemand Fragen hat oder Anmerkung hat, dann bitte ins Chat reinschreiben. So, Herr Peschke, Herr Menzer, Lieferketten zurück nach Europa, europäische Kompetenzen schützen, Regionalisierung, ganz interessante Themen. Was können Sie oder Ihre Regierungen da tun? Welche Schritte sind zu sehen? Herr Peschke.
Ich dachte vielleicht, Herr Menzel will anfangen. Oder Herr Menzel, ja. Okay, gut, dann fange ich an. Also ich glaube, unsere wichtigste Rolle als staatliche Akteure in dieser Frage ist, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Also ich glaube, für uns ist schwierig, wenn wir unseren Unternehmen vorschreiben wollten, wie sie ihre Lieferketten organisieren, weil das ist ja gerade die Schönheit der Marktwirtschaft, dass eben Unternehmen wie Tunzwar oder wie SAP das selber entscheiden, wie sie ihre Standorte und Produktionsabläufe und Lieferketten organisieren und daraus eben auch günstige Produkte anbieten können. Also ich glaube, unsere Zuständigkeit ist es hier, günstige Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ich glaube, die wichtigste günstige Rahmenbedingung, um die wir uns kümmern müssen, das sind eben offene Verkehrswege und sichere Verkehrswege. Also innerhalb der EU, glaube ich, haben wir durch die Freiheiten des Binnenmarktes im Grunde eine großartige Vernetzungsmöglichkeit für Lieferketten geschaffen. Da ist es jetzt so, denke ich, in der Pandemie ist es unsere vornehmste Pflicht als Staaten und Regierungen, sozusagen diese Grenzen, diese Übergänge offen zu halten. Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist auch ein wichtiges Thema, Stichpunkt Verhandlungen mit Großbritannien. Also viele Unternehmen aus Ungarn, aber eben auch aus Deutschland, da weiß ich es 100%. Viele Unternehmen haben natürlich ganz enge Liefer- und Wirtschaftsbeziehungen und Produktionsketten mit dem Vereinigten Königreich. Und durch den Austritt der Briten und wenn jetzt Ende des Jahres die Übergangszeit endet, dann werden natürlich diese Produktionsketten, diese Lieferketten auch in Mitleidenschaft gezogen, weil dann eben Zollformalitäten erforderlich sind. Großbritannien ist dann nicht mehr Teil des Binnenmarktes. Egal, ein wie gutes Freihandelsabkommen wir abschließen werden, da wird es natürlich neue Hindernisse geben. Und ich glaube, da versuchen wir natürlich eben als EU im Kontakt mit unserem Verhandlungsteam versuchen wir, dass diese Risiken möglichst minimiert werden. Das ist nicht so leicht, weil wir natürlich auf der anderen Seite gegenüber Großbritannien den Binnenmarkt auch schützen müssen, da keinen unfairen Wettbewerber direkt vor der eigenen Haustür bekommen wollen. Aber da ist die Frage der Lieferketten natürlich auch eine wichtige Frage. Und ein drittes Thema mit bei den Lieferketten. Das beschäftigt uns jetzt gerade in Deutschland sehr intensiv, aber auch auf der europäischen Ebene. Das ist die soziale Verantwortung der Lieferketten. Das haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Jetzt ging es ja vor allem um unsere Wettbewerbsfähigkeit, aber hier in Deutschland und europaweit wird das Thema immer wichtiger, sozusagen, dass auch bei weltweiten Lieferketten bestimmte soziale und Umweltstandards eingehalten werden und dass wir uns dafür einsetzen müssen. Also wir arbeiten in Berlin gerade an dem Lieferkettengesetz, wir arbeiten europäisch an entsprechenden Regelungen. Also das ist ein Thema, was man auch nicht aus dem Auge verlieren darf und was letztendlich natürlich auch zum Wohle der Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa und auch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa ist. Dankeschön, Herr Menzer. Was ist der Standpunkt der ungarischen Regierung zur Lieferkettenproduktion nach Europa, insbesondere nach Mittel- und Osteuropa zurückzuholen oder Produktion hier zu behalten? Vielen Dank für das Wort. Das, was Herr Abteilungsleiter Peschke gesagt hat, dazu muss nicht mehr viel hinzugefügt werden, denn er hat das ausgezeichnet zusammengefasst. Die Unternehmung und die Unternehmensleiter entscheiden diesbezüglich.
und Regierungsentscheidungsträger können für sie auch keine Entscheidung treffen. Das hat schon seinen Grund seinerzeit gehabt, dass europäische Unternehmungen Richtung Osten, nach Asien gegangen sind. Das hat seinerzeit auch finanzielle Gründe gehabt. Wir sollten nicht so tun, als ob wir nicht wissen würden, worüber wir sprechen. Coronavirus hat nun eine neue Situation geschaffen. Politiker und Geschäftsleute sagen, logischerweise auch, man muss sich das überlegen. Und man sollte auch Veränderungen einführen. Ich bin kein Geschäftsmann. Und ich möchte bei weitem nicht so klug erscheinen, wie als ob ich nun ein Geschäftsmann wäre. Ich würde hier längerfristig abwarten wollen, ob man langfristig bei den Unternehmensleitern so denkt. Wir werden hoffentlich sehr bald Impfstoffe haben und dann wird sich das Ganze klären. Wir hoffen es sehr schnell, ob die Unternehmensentscheidungsträger dann auch so denken werden. Das ist die Frage. Zugleich können wir heute schon auch bereits absehen, dass Unternehmen ihre Tore geschossen haben und sie machen sich auch Gedanken über Umstrukturierung und die Regierung müssen darauf reagieren. Wir pflegen dazu zu sagen, wir versuchen in der Kurve zu überholen. Das bedeutet, dass jetzt, wo wir eine schwierige Situation haben, wo die Unternehmen ihre Produktionsketten umorganisieren, wo sie auch vielleicht Produktion stilllegen, das werden sie nicht unbedingt wieder eröffnen wollen. Und wir möchten günstige Bedingungen eröffnen wollen. Wenn ein Unternehmen irgendwo eine Einheit geschlossen hatte, dann sollten wir in Ungarn solche Bedingungen haben, dass es sich lohnen sollte, diese Arbeit hier wieder aufzunehmen. Teljes mértékben egyetértek az igazgatóurakkal, elnökurakkal a tekintetben, hogy... Mit den Herrn Direktoren und den Herrn Geschäftsführern völlig dahingehend einverstanden, dass die Freiheit des Handels vollständig garantiert werden muss. Wir Ungarn verfügen über eine Wirtschaft mittlerer Größe, aber völlige Offenheit. Wir sind also daran interessiert, dass Investitionen und Außenhandel so hürdenfrei wie möglich erfolgen. Ein Beispiel, wir sind auf Rang 92 der Weltrangliste im Punkto Bevölkerung. Aber wir sind im Vergleich zu diesem 92. Platz auf Rang 34 bei der Exportleistung. Wir sind unter den Top 35 der Welt, die in der Lage sind, über 1 Milliarde zu realisieren im Exportbereich. Das ist sicherlich eine Zahl, die belegt, dass wir Ungarn absolut daran interessiert sind, dass Investitionen und Handel so frei wie möglich erfolgen. Und noch ein Gedanke über die Region. Die Rolle der Region wird offenkundig immer mehr aufgewertet. Ich denke an die Visegrad-Region hier in Mitteleuropa und die Zahl zeigt das, dass es schon eine Tendenz ist, dass das Handelsvolumen zwischen den Visegrad-Staaten und Deutschland viel größer war als das Handelsvolumen Deutschland-Frankreich. Gemäß jüngster Erhebung war das jetzt ein Plus von 75% bezogen auf das deutsch-französische Volumen. Das belegt die Wichtigkeit der Region, was uns natürlich freut und wir möchten auch auf diesem Weg weiter. Vielen Dank. Industrie- und Handelskammer hat noch im Oktober eine Umfrage unter ihren Mitgliedern gemacht. Ich sage jetzt wichtig, das war noch im Oktober. Und die wichtigsten Ergebnisse sind, in den kommenden 12 Monaten rechnen immerhin rund 60% mit einer Verbesserung ihrer Geschäftslage. Rund 50% mit dem Wiedererreichen des Umsatzniveaus zur Zeit von der Krise. Das ist jetzt natürlich für die deutsch-ungarische Industrie- und Handelskammer. Aber was sagen Sie zu diesen Ergebnissen? Erstmal vielleicht die zwei Unternehmer, der Herr Hilken und Herr Bauer. Was sagen Sie dazu? Was sehen Sie Ihre Zukunftslage? Herr Bauer, bitte. Ja, also letztlich denke ich, war das im September tatsächlich auch die Stimmungslage. September, Oktober. Der schlechteste Monat, den wir selber hatten, war April. Natürlich auch ausgelöst dadurch, dass
eine gewisse Schockstarre im Prinzip in praktisch in allen Märkten der Welt passierte. Und es war ganz wichtig, was auch die Vorredner, die beiden Minister auch schon gesagt haben, dass wir dann gelernt haben, wie wir die grenzüberschreitenden Logistikwege offen halten können, wie wir verhindern können, eben, dass natürlich die Fabriken darunter leiden, wenn man so will. Wir haben ja 5 Fabriken selber, also wir sind ein Produktionsunternehmen, was uns ein bisschen natürlich anders darstellt als beispielsweise SAP, was ja in erster Linie ein Softwareunternehmen ist. Jetzt muss ich sagen, nachdem die zweite Welle im Prinzip voll zum Tragen kommt, hoffentlich voll zum Tragen und ab sofort wird es besser, sehen wir wieder gewisse Einschränkungen. Das heißt, ich könnte jetzt nicht sagen, dass wir genau wissen, was passiert in den nächsten 6-9 Monaten, bis dann hoffentlich flächendeckend eben eine Impfung zur Verfügung steht. Also diese Unsicherheit ist ein bisschen wieder da. Was ich allerdings sehe, ist, dass alle Märkte, alle Länder in Europa, aber eben auch international sehr stark bemüht sind, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und auch dort, wo es eben massive Einschränkungen gibt, die in der Regel nicht die Wirtschaft betrifft. Insofern haben wir momentan noch keine negativen Auswirkungen auf beispielsweise Ordereingang, also Auftragseingang. Wir sehen allerdings, und das ist neu, das hatten wir vorher nicht, dass unsere Lieferanten zum Teil Schwierigkeiten haben, aufgrund von Quarantäne der Mitarbeiter, die betroffen sind, ihre eigenen Produktionskapazitäten aufrechtzuerhalten. Wir haben ja ungefähr 1500 Lieferanten selber als Unternehmen, davon die Hälfte ungefähr in Ungarn. Das heißt, wir sehen auch eben, sagen wir mal, über die Grenzen Europas hinaus. Was interessant ist, vielleicht als letztes Thema zu dem, was vorher gesagt wurde. Also wir holen mehr von unseren Lieferketten zurück nach Europa, in die Nachbarländer, auch nach Ungarn ganz gezielt. Zum Teil auch, wenn vielleicht im ersten Schritt die Stückkosten dann ein kleines bisschen höher sind. Aber wenn man das gesamt betrachtet, auch die Komplexitätsreduzierung betrachtet, lohnt es sich in der Regel. Ich habe ja selber Automobilunternehmen von innen gesehen, war bei einem großen deutschen Unternehmen und da wurde die Globalisierung ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil eben dann wegen 5 Cent für einen Teil aus Neuseeland gekauft wurde, was man auch um die Ecke in Deutschland hätte kaufen können. Ich glaube, dass diese Exzesse, wenn man so will, der Globalisierung sich nicht mehr wiederholen. Allerdings gebe ich auch einem der Vorredner recht, dass gewisse Normalisierung wieder eintreten wird, sobald der Covid vorbei ist, wenn man so will. Das heißt, ob dann alles noch so gemacht wird, wie das jetzt diskutiert wird, weiß ich auch nicht. Also das wage ich zu bezweifeln. Zurück an Sie. Ja, Herr Hilken, bitte. Ja, danke, Jörg. Tatsächlich, die SAP ist in einer bisschen anderen Lage. Bei uns geht es ja wirklich um die Generierung von Intellectual Property. Das heißt, wir sind jetzt weniger auf die klassische Produktion angewiesen. De facto sind wir nicht angewiesen. Und wir profitieren auch aufgrund einfach der Situation, dass natürlich wir als Unternehmen mit der Digitalisierung schon zum Glück sehr weit fortgeschritten sind. Ich will sagen, wir sehen, dass die Mehrzahl der 1200 Mitarbeiter, die wir hier am Standort haben, von zu Hause aus arbeiten, also das berühmte Homeoffice, sehr intensiv genutzt wird und wir das auch mit relativ kurzer Vorlaufzeit alles realisieren konnten, indem wir halt auch Equipment den Mitarbeitern jetzt zur Verfügung gestellt haben. Also ich bin heute hier in meinem Büro, wie Sie im Hintergrund erkennen, aber auch ich bin nur einmal die Woche normalerweise hier im Büro, um einfach auch die Sicherheit der Mitarbeiter, aber auch von mir selbst zu gewährleisten. Und in dem Kontext nochmal zu sagen, Jörg hat es eben auch angesprochen, die Situation ändert sich. Wir sehen, die Stückkosten spielen eine Rolle und werden natürlich in Zukunft auch eine Rolle spielen, aber dieses Ausmaß an Globalisierung ist wahrscheinlich in einem großen Umfang nicht mehr gesund gewesen. Herr Meschke hat es eben auch angesprochen, Lieferkettengesetz. In dem Kontext sehen wir natürlich auch das große Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit. Also wie nachhaltig ist es nämlich, denn wegen ein paar Cent große Containerschiffe durch die Welt zu schicken und große Transportwege mit der verbundenen CO2-Emission dort in Kauf zu nehmen. Also das ist sicherlich nicht mehr State of the Art, also das ist nicht mehr normal heutzutage und das werden wir auch nach der Pandemie sicher nicht so sehen, dass das wieder das
Normale werden wird. Da werden wir das neue Normale weiterhin erleben. Und auch hier möchte ich jetzt nochmal auf das Thema Jugend zurückkommen. Gott sei Dank, die heutige Jugend achtet viel verstärkter auf diese Themen. Das sind ja auch die Konsumenten, wenn wir über das Consumer Business reden, die genau auch solche Dinge im Fokus haben. Also wie ist etwas produziert worden? Wie nachhaltig ist ein Produkt hergestellt worden? Und auch ja nochmal im Kontext Lieferkettengesetz. Wie sind die Arbeitsbedingungen, ein Produkt herzustellen? Ist es wirklich so gut, das T-Shirt für ein paar Forint oder Euro kaufen? Oder tue ich damit Menschen und der Umwelt viel Schlechtes, was ich eigentlich vermeiden sollte? Ja. Dankeschön, Herr Hirten. Und wir haben inzwischen 3 Fragen bekommen und wir haben ungefähr noch 20 Minuten. Also ich fange dann mit den Fragen an. Erstmal an Herrn Menzer und Peschke. Die Zusammenarbeit in der Wissenschaft und zwischen Hochschulen wird immer hier beim Forum angesprochen und die Andrasch Universität ist auch ein hervorragendes Beispiel für Sie. Bis heute ist es aber eine starke Verschiebung der Anfang der Semesterzeiten festzustellen. Denken Sie, dass es ein legitimes Problem ist, Vertiefung und Harmonisierung, dass ein Thema bei den Gesprächen in der deutsch-ungarischen Zusammenarbeit ist es ein legitimes Problem? Könnten wir vielleicht auch die beiden anderen Fragen hören und dann könnten wir zusammengefasst reagieren. Sehr schön. Die Fragen sind anderer Art. Ich dachte, das wäre jetzt eine Frage aus dem Bereich Unterricht. Die beiden anderen Fragen gehen eher in Richtung Wirtschaft. Aber wir können auch die beiden anderen dazu nehmen. Frage über Schulen und Wissenschaft, Hochschulen. Wir haben noch 2 Fragen. Einmal Sicherheit. Speed ist zentral wichtig, sagte Herr Hilken. Wie wichtig ist in diesem Kontext die Sicherheit? Und der Herr ist ganz speziell, fragt, wie sieht man in der Wirtschaft die Zulassung oder den Ausschluss von Huawei in unseren 5G-Netzen? So, das ist die 2. Frage. Und wir haben noch eine Frage, und das ist wieder Produktionsstandorten, was wir schon tangiert haben. Also, welche Möglichkeiten stehen der deutschen Seite zur Verfügung, um die mitteleuropäischen Nachbarn darin zu unterstützen, die Rahmenbedingungen für den Erhalt von Produktionsstandorten dieser Region auch während der Corona-Krise zu stärken? Also, wir haben diese 3 Fragen. Bitte, Herr Menzer, vielleicht. Vielen Dank. Ich entschuldige mich, aber ich habe nicht alles ganz klar gehört. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann ging die erste Frage in Richtung Unterricht. Wenn das hier berechtigt ist, dann sind unsere Experten natürlich aufgeschlossen, um eine Lösung zu finden, beziehungsweise wir sind offen für alle Vorschläge. Alles gehört geprüft und dann kann man schauen, was zu machen ist. Im Zusammenhang mit Huawei kann ich sagen, wir entscheiden nicht auf der Nationalitätenebene, wie wir Firmen beurteilen. Und im Zusammenhang mit 5G ist das ebenfalls zutreffend. Es gibt sicherlich die Bedingungen, die in einer solchen Branche erfüllt werden müssen. Wer die erfüllt, der erfüllt sie, wer nicht, nicht. Aber das ist keine Frage der Nationalität. Bei der 3. Frage, da habe ich rein gar nichts gehört. Aber ich habe mitgekriegt, dass das vielleicht eher in Richtung Deutschland ging. Also so viel von meiner Seite. Vielen Dank. 3 Fragen. Zuerst mal die Wissenschaftsfrage, obwohl durch Bologna immer wieder zur Vertiefung kommt, ist es noch nicht zu einer Harmonisierung gekommen. Denken Sie, dass es ein legitimes Problem ist in der deutsch-ungarischen Zusammenarbeit? Also vielleicht kann ich hier einsetzen. Also zu den 3 Geschichten. Erstmal Hochschulzusammenarbeit. Ja, natürlich ist das eine wichtige Frage, gerade für unsere jungen Leute.
Also die und auch aber die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Hochschulzusammenarbeit, unsere Hochschulen und Wissenschaftsstandorte in Europa sind natürlich in dem Maße stärker, wie sie sich vernetzen. Das ist ja ganz offensichtlich. Und ich denke, wir haben hier auch schon einiges erreicht im Rahmen der Vernetzung Exzellenzuniversitäten, gemeinsame Universitäts- und Partnerschaften in Europa, Wissenschaftszusammenarbeit über Horizon, das sagenhafte Erasmus-Programm, was also Studenten und andere Mobilität in Europa ermöglicht. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann ist natürlich die Frage, und das ist ja dieser Prozess, den wir auch versuchen, den können wir national nicht so gut allein steuern, den wir versuchen auch europäisch zu steuern, das ist die gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen und Hochschulzertifikaten und so weiter. Ich glaube, auch da sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Also in Deutschland zum Beispiel haben wir das gesamte Abschlusssystem umgestellt auf ein euro-kompatibles System. Also ich zum Beispiel habe in Deutschland vor, ich kann es schon gar nicht mehr sagen, wie lange das her ist, irgendwann im letzten Jahrtausend habe ich einen Magister gemacht, den ich gekriegt habe nach 5 Jahren Studium. Das kann man heute gar nicht mehr machen. Heute macht man BA und dann MA, also Bachelor und Master, wie das eben auch in anderen Ländern üblich ist. Also da gibt es schon viel, aber ich glaube, da gibt es viele Details, an denen man weiterarbeiten muss. Das kann man, glaube ich, versuchen, bilateral im direkten Kontakt zwischen Hochschulen und aber man muss es auch, glaube ich, auf europäischer Ebene weiter angehen. Und dann noch just a word of caution. Also in Deutschland ist ja allgemein bekannt, ist eben Bildung Ländersache. Also so, dass wir bei uns auch nicht jetzt als Bundesregierung sagen können, so ist das. Also da gibt es natürlich einen Rahmen und so weiter, aber ansonsten sind Hochschulen und Schulen natürlich auch fest in der Hand unserer Bundesländer. Und insofern müssen wir auch mit denen auch innerdeutsch immer wieder einen Dialog führen, dass die Sachen eben auch vernünftig harmonisierbar und gegenseitig anerkennbar bleiben. So vielleicht zu dem Thema Hochschulzusammenarbeit, zu dem Thema Huawei 5G. Ich glaube, das ist jetzt eine also entscheidende Frage für alle von uns in Europa in dem Spannungsfeld Innovation, wissenschaftlich-technologischer Fortschritt und gleichzeitig Sicherheit. Da stehen wir alle vor schwierigen nationalen Entscheidungen. Wir haben uns versucht, einen europäischen Rahmen zu schaffen, in dem wir das regeln können. Und also bei uns in Deutschland ist dieser Entscheidungsprozess auch noch in full swing. Wir sind recht weit gekommen, aber auch noch nicht wirklich durch. Und also das ist natürlich ganz klar, dass muss, damit es auch gerichtsfest rechtlich belastbar ist, muss das natürlich eine objektiv basierte Kriterienentscheidung sein. Da kann man nicht diskriminatorisch vorgehen. Aber wir müssen natürlich auch ganz klar hier unsere berechtigten europäischen Sicherheitsanliegen in diese Entscheidung einfließen lassen. Und zu dem letzten Punkt, was kann Deutschland machen, um Mittel- und Osteuropa bei der Überwindung der Corona-Krise zu unterstützen. Also ich glaube, diese ganz konkreten Sachen, die wir versuchen, eben die Grenzen offen zu halten, um den Liefer- und Warenverkehr weiter zu ermöglichen, das sind, glaube ich, ganz konkrete Unterstützung, die wir sozusagen einander gewähren, unseren Unternehmungen, unseren Menschen und auch letztendlich unseren Wirtschaften. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es zwei weitere Punkte, die ich nennen möchte. Einmal ist das die Frage der europäischen Solidarität. Also wenn wir jetzt nicht nur den mehrjährigen Finanzrahmen auf den Weg bringen, sondern eben dieses Wiederaufbauinstrument Next Generation EU, dann ist das, glaube ich, ein ganz erheblicher Schritt der europäischen Solidarität, in denen auch Deutschland über Gebühr oder sehr viel einzahlt. Wir werden also sehr viel mehr
sozusagen in die Gewährung der Kredite und die Sicherheiten investieren, als wir dann tatsächlich als Kredite rausbekommen. Andere Länder werden sehr viel mehr profitieren von diesen Krediten. Also das ist, glaube ich, ein erhebliches Maß der Solidarität, wie übrigens auch der europäische Haushalt über die Strukturmittel, von denen zum Beispiel Ungarn ja ein gutes Maß erhält, auch als wichtige Unterstützung seiner Wirtschaft, Deutschland im Vergleich viel weniger, auch ein wichtiges Instrument der Solidarität und Unterstützung ist. So, und dann, das ist der europäische Aspekt, und dann will ich nicht vergessen zu sagen, ein wichtiger Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen, um anderen zu helfen, müssen wir, glaube ich, auch uns selbst in Deutschland helfen. Also meine Erfahrung ist, wenn wir gerade zum Beispiel mit Visegrad-Leuten reden, Ungarn, Tschechen, Slowaken, Polen, dann höre ich auch immer wieder die Hoffnung, dass es uns gelingt, in Deutschland die deutsche Wirtschaft zu stabilisieren in dieser schwierigen Zeit. Denn jedem ist klar, dass die deutsche Wirtschaft natürlich eine gewisse Ankerfunktion hat in diesem Bereich Mittelzentraleuropa. Und dass natürlich das Wohlergehen unserer Wirtschaften irgendwie sehr eng zusammenhängt. Und wenn so eine große Wirtschaft wie die deutsche abschmiert, dann würde das natürlich auch gespürt über Deutschland hinaus, in Prag, in Bratislava, in Budapest, in Warschau und anderswo. Insofern ist das, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den wir auch berücksichtigen, dass wir natürlich sozusagen uns selber stabilisieren und indem wir uns selber stabilisieren, im Grunde genommen versuchen auch Stabilitätsimpulse in die gesamte Region zu senden. Vielen Dank, Herr Peschke. Und wir haben keine anderen Fragen mehr. Und doch, ich sehe jetzt, ob wir noch irgendetwas bekommen haben via Chat. Nur eine Anmerkung, das werden wir dann später mit Ihnen teilen. Und dann ist unsere Zeit eigentlich zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen, vielen Dank für diese ganz informative Diskussion. Und ich gebe dann das Wort zurück zu Frau Schöning. Liebe Frau Bockrisch, liebe Teilnehmer dieser Paneldiskussion, lieber Menzer, lieber Herr Peschke, Herr Hilken, Herr Bauer, ganz, ganz herzlichen Dank für diese doch sehr interessante Gesprächsrunde zu Beginn des Deutsch-Ungarischen Forums. Herr Menzer und Herr Peschke, bitte richten Sie auch Ihren Mitarbeitern im Auswärtigen Amt und im ungarischen Außenministerium den herzlichen Dank aus, weil das ist ja diese Veranstaltung ist ja keine Einzelveranstaltung, für die einer alleine macht, sondern es stehen immer sehr, sehr viele Mitarbeiter dahinter. Also bitte richten Sie Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank aus. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Und vor allen Dingen, wir haben ja noch eine ganze Reihe von Terminen. Und es sind ja eine Reihe von Stichworten heute schon gefallen. Lieferkettengesetz, China, Positionierung Europas im globalen Kontext. Und das führt uns auch gleich zur nächsten Paneldiskussion am 8.12. Ich möchte jetzt hier diesen kleinen Werbeblock einspielen sozusagen für die nächsten Veranstaltungen. Also am 8.12. das Thema Next Generation EU, Perspektiven für Europa als Global Player. Man kann sich dafür anmelden. Die Anmeldungen sind wieder offen über die entsprechenden Kanäle. Aber wir haben eben auch nicht nur diese Paneldiskussion organisiert, sondern eben auch für die jungen Leute, sorry an die etwas ältere Generation, dies ist dann, die Paneldiskussionen sind dann doch nur für die jungen Leute geöffnet, zum Thema, zu verschiedenen Webinaren. Sie finden das alle in der Einladung, die Sie auf der Internetseite jungesforum.eu finden. Wir haben eine Reihe von Webinaren. Das erste Webinar startet am 24.11. zum Thema Energiewandel. Was können wir selber tun?
Und das zweite am 3.12. mit dem Rhetorik-Workshop der Friedrich-Ebert-Stiftung. Also ich lade Sie und euch alle herzlich ein, an diesen Webinaren teilzunehmen. Ich habe gesehen, es gibt schon sehr, sehr viele Anmeldungen. Also je eher man sich anmeldet, desto besser. Und wir freuen uns, dass wir jetzt diese Runde fortsetzen können. Noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmer, an alle Panelisten, die heute da waren, an alle, die uns zugeguckt haben, die engagiert Fragen gestellt haben. Es hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, es sind interessante Aspekte im Rahmen der deutsch-ungarischen Beziehung. Und ich freue mich auf die nächsten Runden der Diskussion. Herzlichen Dank und einen schönen Tag. Bleiben Sie alle gesund und ja, die Hoffnung ist, dass wir uns dann alle im nächsten Jahr auch persönlich wiedersehen. Herzlichen Dank. Thank you.